Er entstammt einem venezianischen Musikergeschlecht, hat mehrere Jahre in Thailand verbracht und lebt nun mit Familie in London. Die Musik von Roberto Rosconi ist nicht das künstlerische Destillat eines abgeriegelten Studierzimmers, sondern sprengt sich hinaus in die freie Luft stilistischer und methodischer Freiheit. Er passe in keine Schublade, so der Vorwurf überforderter Musikvermittler. Dabei hält Rosconi Treue zu sich selbst. Seine Musik soll zu den Menschen. Statt aber mit diesem durchaus missverständlichen Anspruch Kompromisse zu rechtfertigen, sucht er nach der ernsten Begegnung von Musik und Mensch auf Augenhöhe. In Kammer- und Orchestermusik, in Musiktheater, elektronischer Musik und sogar in den erhitzten Spielarten von Jazz und Rock. Raummusik der inneren Seele. Der Komponist Roberto David Rosconi. Eine Sendung von Matthias Richard Entres. De Arte Respirandi, die Kunst des Atmens. Das Minguet-Quartett spielte Rosconis Stück beim Berliner Festival Ultraschall im Januar 2016. Das Stück fesselte meine Aufmerksamkeit, als wäre es eine Begebenheit mit unklarem Ausgang. Ich empfand Gefährdung. Nie hatte ich Musiker mit einer derartigen Gespanntheit und Aufmerksamkeit agieren sehen. Wie ein Ärzteteam bei einer schwierigen Notfalloperation. Die Musik stürzte wie in Zeitlupe durch die verschiedensten Zustände, die alle die größte Präzision von den Musikern forderte. Ich sprach mit Annette Reisinger, Geigerin beim Minguet-Quartett, die sich Jahre danach noch lebhaft an die Aufführung erinnerte, die auch ihre erste Begegnung mit Rosconi war. Es war also wirklich das erste Treffen. Das ist ja immer besonders spannend für Musiker, wenn man einen Komponisten vorher noch nicht kennt, aber eben sein Werk schon einstudiert hat. Und bevor er gekommen ist, hatten wir eigentlich noch gar nicht so recht den Zugang, weil es eben eher immer in so Anläufen, in Etappen kommt und man eigentlich nicht so recht den Faden findet. Und er hat die Schuhe ausgezogen und ist, während wir gespielt haben, langsam durch den Raum gegangen. Und das hat dem Ganzen so eine Ruhe gegeben, dass wir eigentlich durch seine pure Anwesenheit gelernt haben, das als Ganzes zu empfinden. Da das Atmen in dem Stück so eine existenzielle Bedeutung hat, dachte ich an seine Störungen, sein Versagen, an Asthma. Aber es ist vielmehr ein Aspekt von Rosconis geistig-körperlichen Strategien zur Festigung seiner Konzentration. The constant changing is a part of our daily lives, right? Lives constantly change. And again is just the beginning
Die ständige Veränderung ist ein Teil unseres täglichen Lebens, wie es am Beginn der Metamorphosen von Ovid heißt, Omnia Mutantur oder Pantarei, wie Heraklit sagt. Alles verändert sich ständig und so fühle ich mich sehr verbunden mit diesem ständigen Wandel. Wegen der Aufmerksamkeitsstörung und gewisser Probleme, die ich habe, suchte ich Hilfe bei der Kampfkunst. Das ist die andere große Liebe meines Lebens. Ich übe Kampfkunst, seit ich 6 Jahre alt war, und ich mache es noch heute. De arte respirandi erwuchs aus den Atemtechniken beim Qigong. Einatmen und Ausatmen, langdauernde Übungen, so ist das Stück komponiert. Und das ist es auch, was mir immer geholfen hat, Frieden mit meinem konstanten kreativen Ausstoß zu bekommen. Der Grund, warum die Musik so geschrieben ist, ist, dass unser Atem nicht konstant ist. Es ist nicht wie ta-ta-ta-ta-ta-ta. Wissen Sie, es ist wie eine fließende Veränderung. Und außerdem ist es der Spiegel unserer Emotionen. Wenn wir aufgeregt sind, atmen wir schneller, werden wir ruhiger, atmen wir langsamer, wir atmen höher, wir atmen tiefer, wir atmen vorn oder von der Rückseite unseres Körpers. Musik ist eng damit verbunden. Und jeder Musiker weiß das. Dies ist Musik, die sich in viele Richtungen wandelt, ständig ihre Dimensionen durchbricht. Nicht nur etwa geräuschmelodische Linie, sondern Wechsel des tonalen Raums. Nicht nur wechselnde Taktarten, sondern immer neue Interaktionen. Auch das Klavierquintett Chrysalis von 2014 widmet sich ganz ausdrücklich dem Wandel. Chrysalis ist eine Bezeichnung des Puppenstadiums in der Metamorphose eines Schmetterlings. Nicht aus jeder Puppe wachse ein Schmetterling, meint Rosconi. Und so ist jeder Aufschwung in diesem Stück, das die flageolettierenden Naturtöne der Streicher gegen die festgezurrten Klänge des Klaviers stellt, gleichermaßen Verheißung wie Zweifel. Nur Möglichkeit, nicht Gewissheit. Die Streicher bilden das verfeinerte Echo, vielleicht die Kritik auf die Eruptionen des Klaviers. Dieser ungleiche Dialog aber birgt das Potenzial zur Veränderung. Der 1976 geborene Rosconi erhielt schon im Elternhaus universelle Musikkenntnisse von Klassik bis Free Jazz und hatte bereits mit 16 bei Carlo Maria Giolini Dirigierunterricht.
Am Ende seines Musikstudiums in Padua empfand er sich als Enzyklopädie musikalischer Stile, eine schwere Last. Ich habe die Eigenschaft, mich sehr leicht zu langweilen. Deswegen schlinge ich eine Menge Dinge in mich hinein. Ich begann ganz traditionell als klassischer Musiker und absolvierte all meine Studien am Konservatorium und in den Meisterklassen bis hin zur Promotion. Ich habe bei vielen Komponisten gelernt, bei Luigi Nonos Mitarbeitern vom Freiburger Experimentalstudio. Ich habe mit Beat Furrer und Haas in den Meisterklassen hier in England studiert, wo ich auch promoviert habe. Aber gleichzeitig liebe ich es zu musizieren. Also habe ich viel Jazzmusik gespielt und ich habe auch ein Stipendium am Berklee College of Music in den Vereinigten Staaten bekommen und viele Konzerte gegeben. Und ich habe eine Menge elektronische Musik gemacht. Denn ich gehöre auch zur Generation der digitalen Explosion und der Computer. Bringt einen die Aufzählung der Mittel näher ans Kunstwerk? Oder ist es angemessener, sich in poetisch erhitzter Eckphrase daran zu versuchen? Wo ist das eine Wort, das das Anderssein von Rosconis Musik fasst? Since I started writing music professionally, not as a student, my concern and my intention was to touch the people because seit ich angefangen habe, Musik zu schreiben, also professionell, nicht als Student, war es mein Ziel, die Leute zu berühren, weil ich merkte, wie das Publikum und die Interpreten selbst sich immer weiter von der Musik lösten, die gespielt wurde. Wenn ich in ein Konzert ging, zu einer Aufführung der sogenannten zeitgenössischen klassischen Musik, und oft an einem Punkt ankam, wo ich selbst eigentlich nichts mehr fühlte, sagte ich mir, ich will so etwas nicht machen. Wenn ich in ein Konzert gehe, wollte ich immer Emotionen spüren können. Starke Emotionen, intensive Emotionen, wahre Emotionen. Auf die gleiche Weise, wie ich diese Emotionen habe, wenn ich, Sie wissen schon, Beethovens Violinkonzert höre, eine Bachfuge oder ein Miles Davis-Stück. Und so war mein Hauptanliegen dies, eine Musik zu schreiben, die einen Interpreten berührt und die er gerne spielt. Und dass das Publikum, auch wenn es nichts darüber gelesen hat oder nichts darüber weiß, sich trotzdem hinsetzen und etwas fühlen kann. Und das war mein Bestreben. Das habe ich auf viele Arten versucht zu tun. This has been my effort. I tried to do it in many ways. Mit akustischer Musik in der europäischen Tradition, mit elektronischer und experimenteller Musik und auch mit politischer, wobei ihm seine Erfahrungen mit Jazz und mit Soundelektronik nützlich waren. 2003 veröffentlichte Rosconi unter der Schirmherrschaft von UNICEF unter dem Bandnamen Kryon das Album Blue Gold, eine Zusammenarbeit mit der afroamerikanischen Dichterin Ursula Rucker und einigen namhaften Jazzmusikern wie Billy Hart und Cameron Brown, in der die Folgen des Mangels an sauberem Wasser, dem blauen Gold, in zahlreichen Regionen der Welt das Thema war. Ja, der erste Song ist 25,000. Ursula Rucker sagte, 25.000 Menschen stürmen jeden Tag, nicht wahr, weil sie kein Wasser haben. Jetzt sind wir schon bei 50.000 jeden Tag. Zack, sie sterben, weil sie kein Wasser haben. Das ist nicht etwas, das man sanft sagen kann. Manchmal hat Musik diese Kraft. Sie ist funktional und kann einen extrem meditativen Zustand erzeugen, wie in De Arte Respirandi oder in den Mind Travels. Und manchmal kann sie eine sehr starke Wirkung entfalten, wie wir es hier mit Blue Gold erlebt haben. Watch them die, them. To provide, to survive, watch them die. Watch them die. Watch them die. But I cry. Schließlich ist es die Musik selbst, die sich erklärt, die charakteristische Zeichen gibt und Rätsel spricht, die die Aufmerksamkeit wecken, das Mitgefühl. Im Orchesterstück Mens Agitat Molem
gibt es Töne, die stören und, wenn man ihrer Bedeutung nachsinnt, Grenzen sprengen, das heißt Räume öffnen. Das meint er mit berühren. Klänge, die machen, dass man sein Wahrnehmen bemerkt. Zuerst, gar nicht spektakulär, die gestopfte Trompete, später dann die Vielstimmigkeit verschiedenster Klangwelten. Mens agitat molem, das ist ein Stück, das für mich sehr wichtig ist. Der Titel ist ein Satz von Vergil. Mens agitat molem bedeutet, der Geist formt die Materie. Man formt die Materie durch den Gebrauch des Geistes. Und das ist wirklich der Punkt, an dem ich den Bezug gefunden habe mit dem, was Klang ist. Und ich geriet darüber in große Erregung. Annette Reisinger vom Minguet-Quartett erzählte mir von einem großen Werk für Solo-Geige, das sie im Wechsel mit ihrem Geigenkollegen Ulrich Isford in London uraufgeführt hat, die Tiepolo Variations, inspiriert von Skizzen dieses venezianischen Malers des 18. Jahrhunderts. Man muss ja dazu wissen, das Stück ist mit Skordatur geschrieben, also die beiden tiefen Saiten sind nach unten gestimmt. Und ja, das hört man erstmal gar nicht so. Das war also auch wirklich eine große Herausforderung, das zu lernen und sauber zu spielen. Aber ich finde wirklich, da ist ihm, muss man sagen, ein Stück weit eine barocke Solosonate gelungen, die durch diese unglaubliche Tonamplitude, also von sehr tief, was ja noch tiefer ist als auf einer Geige normalerweise möglich ist, bis ganz hoch, fast so etwas Barock-Räumliches gelungen. Also da hat er wirklich Räume geschaffen. Und ein Stück weit eine dritte Dimension, wie man sich so Gewölbe vorstellt, die man ja, also zum Beispiel das Treppenhaus der Würzburger Residenz, wo man ja wirklich sieht, wie es da so in die Wolken hineingeht und die Perspektive überlistet wird. Ich finde, da hat er wirklich etwas erreicht mit diesem Solostück, das in diese Richtung stark geht. Und er hat seine Heimatstadt Venedig, in der er ja auch geboren ist, so wie Tiepolo, auch in Töne umgesetzt.
Ja, es ist eine Sammlung von privaten Skizzen, die Giambattista Tiepolo für sich selbst gemacht hat. Und es sind alchemistische Skizzen. Also jede Skizze hat eine sehr innere und verborgene alchemistische Bedeutung. Und jede der Variationen ist wirklich verbunden mit dieser alchemistischen Reise der Transformation. Mens agitat molem wiederum, wir formen die Materie, aus denen die Dinge sind. Tiepolo wirft die Figuren in seinen Skizzen in wirbelnder Bewegung in die Luft, versetzt sie in einen gleichsam amorphen Zustand der Schwerelosigkeit und befreit sie von allem Zwang des Bei-sich-Seins. Wäre die Gegenständlichkeit nicht gegeben, könnte man an die Werke des amerikanischen Malers Cy Twombly erinnert sein, die mit schriftartigen Gesten in einen Zwischenbezirk zwischen Form und Zeichen einsteigen. Und so einfach die technischen Mittel dieser Tuscheskizzen sind, so schlicht und so reich sind Rusconis Geigenstücke. Und die erkennbaren melodischen Figuren werden herumgerissen wie die Gestalten in Tiepolos Deckenfresken. Rusconis instrumentale Musik immer mehr kennenlernte, umso mehr schien mir, dass alles, was über die einzelnen Stücke gesagt werden könnte, auf die anderen auch anwendbar war. Ja, dass Rusconis Musik ein großer, vielgestaltiger Fluss war, nie gleich, aber doch von einer Welt. Pantarei, alles fließt. Mens agitat molem, der Geist formt die Materie und will existenzielle Empfindungen wecken. Ich erwähnte ihm mein Erlebnis beim dritten Streichquartett De Arte Respirandi, wie mich auch die aufs höchste gespannte Konzentration der Musiker ergriffen hatte, das Performative seiner Musik. Das ist ein sehr wichtiger Unterschied. Es ist der gleiche Unterschied, wie ein Buch zu lesen oder in ein Theater zu gehen, nicht wahr? Wenn Sie in ein Konzert gehen, haben Sie die Medien, den aufführenden Künstler, das ist der Virtuose. Und es gibt eine visuelle Interaktion mit Ihnen. Also wenn Sie in ein Konzert gehen, tun Sie zwei Dinge. Sie hören und Sie sehen. Und das sind zwei Handlungen, die jeweils auf Kosten des anderen gehen. Denn wenn Sie schauen, hören Sie weniger. Das ist aus der Physiologie bekannt. Wenn das Visuelle in den Vordergrund kommt, geht der aurale Apparat wieder nach innen. Je mehr Sie schauen, desto weniger hören Sie. Das ist die Regel. Deswegen reden wir übers Hören mit geschlossenen Augen und die Bedeutung des Immersiven. Das Immersive, ein schwer übersetzbarer Begriff. Ich umschreibe ihn mit induzierter Vorstellung. Schließen wir die Augen, so schafft die Vorstellung die Welt, die uns umgibt. Hören wir Musik mit geschlossenen Augen, formt die Musik diese Vorstellung und sie ist grenzenlos und durchsichtig. Mind Travel, Geistreise mit dem Untertitel Musik zur Meditation, tief hineinhören und Klangträumen
ist eine Serie von rein elektronischen Kompositionen, die Rusconi nach Dingen aus der Welt der Chemie benannt hat. Säure, Rost, Argon und dieses Stück Sulfur, Schwefel. I have been working for more than 3 years now with blind people inside the university to study how they listen, because in absence of. Ich arbeite seit mehr als 3 Jahren an der Universität mit blinden Menschen, um zu studieren, wie sie hören, weil sie in Abwesenheit des Sehens mit einer großen Aufmerksamkeit auf Klänge hören. Ich erinnere mich, als ich jünger war, habe ich gelesen, dass Stravinsky sagte, dass er, wenn er ins Konzert ging, immer die Augen schloss. Und ich mache dasselbe, auch in der Oper. Ich schließe meine Augen. Das ist sehr seltsam, aber ich ziehe es vor, Wagner mit geschlossenen Augen zu hören. Ich lernte eine Menge über Wahrnehmung und unsere Reaktion auf Klang und Raum. Und ich wollte etwas für sie schreiben, wo man einfach nur zuhören kann und das einen nicht darüber nachzudenken zwingt, wo es herkommt. Besonders während meiner Ausbildungsjahre hörte ich eine Menge Musik. Karl-Heinz Stockhausen war so etwas wie das Vorbild und der Lehrer all dieser Musiker wie Klaus Schulze, Tangerine Dream, Popol Vuh und den experimentellen Gruppen gewesen, die eine andere Art von Crossover-Elektronik entwickelten. Und ich begann, mich wirklich für den elektronischen Klang zu begeistern. Getting into this love of the electronic sound. Wenn man hundertprozentig zuhören will, also nichts sehen und alles hören, muss man das Sehen abschalten. Das passiert, wenn man Platten hört und die Augen schließt. Elektronische Musik ist perfekt dafür. Denn wenn man ein Konzert hört, auch wenn es nur aufgenommen ist, stellt man sich vor, wie die Interpreten spielen, nicht wahr? Also sagt man sich, es wäre besser, jetzt im Konzert zu sein, stimmt's? Aber bei der elektronischen Musik ist das nicht so. Was stellt man sich vor? Einen Mikrochip? Einen modularen Heiligen? Nein, nicht wahr? Also schließt man einfach die Augen und lässt die Fantasie spielen. Und das ist erstaunlich. Und deshalb ist es so effektiv. Denn auf diese Weise reagiert man wirklich zu 100% auf das Gedankenmaterial des Klangs. Elektronische Musik ermöglicht einen Grad von Abstraktheit, die das Hören zum Hören an sich macht. Die lauschende Person kommt ganz zu sich. Mind Travel, Argon. Und das führt unmittelbar zur Immersion, zum Eintauchen in eine künstliche Realität, was ein völlig anderes musikalisches Erlebnis schafft, als lebende Musiker vor sich zu haben. Im September 2019 hatte ich die Gelegenheit, im Museumsquartier in Wien die Aufführung von Rusconis Musiktheater Dionysos Rising zu besuchen. Rusconi zufolge das erste voll immersive Musiktheaterstück, das mit Hilfe fortgeschrittenster Klangtechnologie einen auf allen Plätzen gleichermaßen überzeugenden Raumklang böte. Dabei saß das Publikum in einem normalen Theaterraum mit gutem Blick auf die Bühne. Die Stimmen der Sänger und die Klänge der hinter der Bühne platzierten Instrumente sowie synthetische Klänge wurden über Lautsprecher in den Saal projiziert.
Es handelte sich mithin um eine Überblendung von künstlichen Klängen und Räumen mit realen. In einem Zeitschrifteninterview sagte Rusconi: In Dionysus Rising habe ich nicht versucht, Musik, Wörter und bewegte Bilder zu erstellen, sondern Musik als eine Dimension einer ganzheitlichen Erfahrung zu gestalten, in welcher aus dynamischen Interaktionen zwischen mehreren Medien Bedeutung entsteht. The idea of connecting immersive sound events, that was the idea. Die Idee, immersive Klangereignisse, eine virtuelle Klangwelt einzubinden, das war die Idee von Stockhausen, von Nono, von Boulez. Das war die Idee des Kinos, des Dolby-Systems und des frühbarocken Theaters. Das war die Idee von Epidaurus, des Theaters von Taormina im alten Griechenland. Es ist einfach die Idee, dass man das Publikum ins Zentrum des Ereignisses stellt, sodass man nicht abgelenkt werden kann. Und das ist ein Teil des Klangs, weil heutzutage, wie man sagt, die wichtigste Währung die Aufmerksamkeit der Leute ist. Man verliert sehr schnell die Aufmerksamkeit, weil alle gestresst und überinformiert sind. Also, auf diese Art und Weise ist man in der Lage, die Aufmerksamkeit zu erobern. Nun, das heißt nicht, dass eine Arbeit dadurch besser oder schlechter ist. Es ist einfach nur ein technologischer Ansatz. Aber es hat sehr gut funktioniert und in bestimmten Situationen ist es sehr effektiv. Jeder, der heute ins Kino geht, hört immersive Musik, richtig? Heutzutage produzieren die meisten Theater immersive Musik und haben immersive Kulissen. Dionysos Rising bringt die griechischen Sagengestalten um Dionysos, Semele, seine Mutter, seine Tochter Telete und Ampelos, seinen gelähmten Geliebten, als Patienten in einer psychiatrischen Rettungsstelle zusammen, alle gefangen in den Welten ihrer Geistesstörungen. Realität und Wahnvorstellung verschlingen sich ineinander und Drogen sind auch im Spiel. Was Rusconi tatsächlich gelingt, ist die Trennung von szenisch-gesanglicher Aktion und der auditiven Sphäre, der Metaebene des inneren Erlebens. Bilden bei den meisten zeitgenössischen Opern Szene und Musik, ganz im Sinne Verdis und Wagners, eine Einheit im zeitlichen Verlauf, erscheinen in Rusconis Stück die Verläufe weitgehend unabhängig voneinander. An dieser Stelle zum Beispiel ist auf der Bühne eine hektische Rettung nach einem Selbstmordversuch der Telete zu sehen. Love.
Dionysos is the first opera in which not only this kind of full immersive has been ever done. Dionysos ist die erste Oper, in der nicht nur diese Art der vollständigen Immersion verwirklicht wurde, sondern in der auch das Sounddesign niedergeschrieben wurde. Also die Geräusche der Bewegungen, die Schreie, das Klirren. Bei keiner anderen Oper ist das so. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Als ich in Italien zur Premiere interviewt wurde, sagte man, es sei eine filmische Oper. Es sei zwar Oper, aber sie tendiere dazu, Klangeigenschaften zu haben, die wir aus dem Kino kennen. Die Hörhaltung für dieses Stück zu finden ist schwer, da auch hier alle Elemente seines Werks aufeinander und auf die Wahrnehmung abzielen, stellte Rusconi Orientierungspunkte auf. The opera about Dionysos is about the god of madness. In der Oper über Dionysos geht es um den Gott des Wahnsinns, den Gott der Schizophrenie, den Gott, der halb Mensch, halb Gott ist, der manchmal zwischen den Geschlechtern und Haltungen hin und her reist, wie bei der schizoiden Dystonie. Dazu gehört auch, dass ich Dionysos von Anfang an in einer psychiatrischen Klinik zeigen wollte. Denn man erwartet ja nicht, einen verrückten Gott in einer psychiatrischen Klinik zu sehen. Die für September 2020 geplante Uraufführung eines weiteren immersiven Musiktheaterwerks von Rusconi wurde durch die Pandemie verhindert. Die Diskussion ist also nicht zu Ende. Die künstlerischen Fäden verweben sich beim feierlichen Ende von Dionysos Rising in einer Art Totenfeier für Ampelos, der selbst den Tod suchte, infolge, wie die Synopsis andeutet, der Absetzung seiner Psychopharmaka. Der Reichtum musikalischer Mittel in dieser Darstellung aufsteigender Ekstase ist überwältigend. Von elektronischen Klängen, konkreten Geräuschen, Sprechen, Gesang, Rockrhythmen gleitet das Fest in einen fröhlichen Volkstanz. Publikum zerrten also mehrere, gleichzeitig Aufmerksamkeit fordernde dramaturgische Mittel. Die Bühne, die immer wieder von sehr real wirkenden, asozialen Verhaltensstörungen der Hauptfiguren aufgebrochen wurde. Dann die in ganz anderem Zeitmaß fließende Raummusik eines Weltalls der inneren Seele, die aber mit einzelnen Tentakeln immer wieder an die schauspielerischen Aktionen andockte. Und am schwersten zu fassen, das haarsträubende Spiel mit einer Gleichzeitigkeit von mythologischen Figuren des klassischen Altertums. So bin ich hin und her gerissen zwischen der Bewunderung für die Verwegenheit des Komponisten, seine Hörer und Hörerinnen, einer Zerrissenheit, die er als gesellschaftlichen Zustand erkennt, auszusetzen, und dem Eingeständnis meiner Überforderung im Moment der Begegnung mit diesem hochkomplexen Kunstwerk, dessen Ästhetik der Widersprüche sich allenfalls in der Rückschau enthüllt. Aber unbestritten bleibt die stilistische und methodische Offenheit Rusconis, seine Neugier, seine Akribie, seine Wachheit.
Das fünfte Streichquartett, Algorithm, wurde 2018 vom Minguet-Quartett uraufgeführt. Keine Elektronik, keine geschickt platzierten Lautsprecher. Aber Rusconi sublimiert hier in reiner Musik, in höchster Abstraktion, im Grunde in genialisch-romantischer Weise aus der Seele heraus komponierend, seinen ganzen Schatz künstlerischer, wissenschaftlicher und menschlicher Erfahrung. Also was eigentlich seine Musik komplett durchzieht, und das ist das, was uns auch daran gereizt hat, mehr von ihm kennenzulernen, ist, dass es bei allem, was vielleicht auch mit übergeordneten Dingen zu tun hat, wie jetzt mit dem Algorithmus oder so, immer sehr, sehr menschlich ist und eben auch Schwächen zeigt. Und das ist ja eigentlich das, was die Musik letztendlich ausmacht. Das hat er wirklich geschafft, das sensibel umzuwandeln und auch so zu schreiben, dass es auch einen als Musiker erreicht. When I wrote Algorithm, it was exactly the year in which Harari wrote the famous book Homo Deus. Algorithm komponierte ich genau in dem Jahr, als Harari das berühmte Buch Homo Deus schrieb, in dem er die Sorge ansprach, dass die Entwicklung der Technologie sehr gefährlich für uns sei, weil wir uns darin verlieren könnten. Und vielleicht beginnen wir zu sehr zu denken, dass wir den Göttern ähnlich sind. Alles, was digital ist, wird heute von Algorithmen gesteuert. Und auch dies wächst sich immer mehr zum Homo Deus aus. Algorithm ist ein Titel aus Negation. Ich habe nicht nur keine Art von Algorithmus benutzt, sondern ließ mich vom menschlichen Algorithmus leiten, von dem, was wir sind. Aber die klangliche Erscheinung ist wieder verwandt mit der von De Arte Respirandi und den anderen Werken. Raummusik der inneren Seele. Der Komponist Roberto David Rusconi. Im Atelier Neuer Musik hörten Sie einen Beitrag von Matthias Entres. Unter www.deutschlandfunk.de können Sie diese Sendung 7 Tage lang anhören.